directory to you. Ein Mann verlässt die Bühne. Satoru Iwata stirbt mit 55 Jahren an Gallenkrebs in Kyoto. Ein Schock für alle Nintendo-Fans. Der Nintendo-Präsident Satoru Iwata stirbt. Ein Mann, der einer von uns war. Ein Gamer. Er war mit Leidenschaft bei der Sache. Als Präsident gab es gute und schlechte Zeiten. Die Wii wurde die erfolgreichste Konsole, über 100 Millionen verkaufte Einheiten. Du hast eine neue Gamerschaft entdeckt. Du hast Leute an den Schirm geholt, die nicht wussten, was sind Videospiele. Aber die wichtigste Nachricht für dich ist doch, dass du immer in den Herzen der Gamer bist. Nintendo Directs hat er auch mit Leidenschaft immer wieder gemacht seit 2011. Ich habe sie immer gerne gesehen. Ich mochte ihn, er war immer sympathisch und nett rüber kam er auch. Er war ein Präsident mit guten und mit schlechten Zeiten. Er hat in seinem letzten Jahr Nintendo wieder schwarze Zahlen verbracht. Das letzte, was er getan hat, war, er entschuldigte sich an die Fans für das nicht so gut gelaufene Digital-Event von der E3. Aber ich erinnere nur an die letzte E3 vom letzten Jahr. Was er da für einen Spaß mitgemacht hat, die war wirklich überragend. Und nun noch ein Zitat von Satoru. On my business card, I'm a corporate president. In my mind, I'm a game developer, but in my heart, a gamer. Ruhe in Frieden, Mr. Iwata. Wir werden dich vermissen.